Morgen, Freunde der Sonne. Ich bin wieder allein, Lutz allein im Zimmer. Wer aber gleich abgeholt, ich zum. Bin ich bescheuert? Herzecho und Herzultraschall. Ja, ich nehme das Handy mal mit. Vielleicht kann ich was zeigen. Ich weiß es nicht. Dann lade ich es auch nicht hoch. Ich probiere es mal. Bis gleich. Vielleicht. 8 Uhr, 8:30 Uhr sollte ich dran sein. Jetzt haben wir es. 8:32 Uhr. Und niemand ist da. Niemand. Hier steht mein Porsche übrigens. Und der Kollege ist nicht da. Ich bin ganz alleine. Jetzt kann ich die Zeit ja nutzen. Das hat gestern eine Silvia geschrieben, weil ich jetzt so viel Reichweite habe, dass ich sagen soll. Oder ich mache es auch gerne. Viel trinken und auf die Mitmenschen achten. Ältere Menschen trinken, trinken, trinken. Postbote, denen was anzubieten, wenn die in der Tür klingeln. Da hätte ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe aber auch zu Silvia gesagt, ich weiß nicht, wann ich das Video hier mache. Vielleicht ist dann schon die Hitze vorbei. Aber ich habe es versprochen, ich mache es. Trinken, trinken, trinken. Mit Menschen, ältere Leute, die denken, ich habe heute einen Zahnarzttermin und ich muss den Termin einhalten. Ihr kennt ja sowas. Und dann rammeln die bei 37 Grad los. Darauf achten, fragen, haben sie was zu trinken und das wäre top. Das braucht ja keiner sterben wegen so einem Scheiß. Darauf achten. Ja. Danke sehr für den Tipp. Ich versuche es rauszuhauen, so schnell wie möglich. So, Freunde der Nacht, ein bisschen dunkel hier, nicht? Ich warte jetzt noch auf Kontrastmittel, das kriege ich noch reingespritzt und dann sehen Sie das irgendwie noch besser, wie mein Herz da funktioniert. Ja. So sieht das aus hier. Muss ich noch ein bisschen warten. Bis gleich. Ich bin eine Gurke. Jetzt habe ich mich zugedeckt mit meinem T-Shirt und ich hatte den ganzen Schnatterradatz hier noch dran. Das ist mein T-Shirt voller Gel von den ersten hier Ultraschall. Jetzt kommt hier das Echo, glaube ich, oder was? Mann, ist mein T-Shirt. Mein T-Shirt nass. Alter Falter, ich bin blöde. So, wieder zurück vom Herzecho. Ich muss dazu sagen, wir haben jetzt schon den nächsten Tag, weil ich bin hochgekommen, da ging es meinen Kollegen richtig schlecht. Wir hatten ja 38 Grad bloß im Zimmer. Ich muss sagen, ich bin gut zurechtgekommen. Staunlich selber. Ja, nochmal zurückzukommen wegen dem Herzecho. Also erst war ja ganz normales Ultraschall vom Herzen, war alles Roger. Und dann kam dieses Herzecho da. Wie gesagt, ich bin kein Arzt und nicht. Ich habe ja eine Kanüle und da wurde so eine Art Kontrastmittel reingespritzt, so eine Spritze. Das ist aber nur so eine Art Kontrastmittel. Das Wort habe ich schon wieder vergessen. Ihr kennt mich ja, ihr wisst ja, dass ich das immer vergesse, die ganzen Fachbegriffe. So, jetzt ist mal meine Frage an euch. Was würdet ihr schätzen? Das ist hier am Handgelenk. Wie lange braucht das bis zum Herzen? Ich habe geschätzt, ihr könnt es ja mal reinschreiben in die Kommentare, ich habe geschätzt 30 Sekunden, dass es so sich verteilt, das Gelumpe, und dann in die Herzen reinkommt. Ich habe mich umgedreht, die Schwester hat das reingespritzt und zwischen 3 und 5 Sekunden war das am Herzen. Ich habe ja mit dem Kopf zum Monitor gelegen. Und da war dann bunt. Du hast richtig gesehen, wie das angekommen ist. Und dann Herzklappe auf.
so geschluckt und andere Seite wieder ausgespuckt. So habe ich das jedenfalls gesehen, ich habe keine Ahnung. Dann haben sie das nochmal gemacht, dann sollte ich so Art wie es, wenn ich kackern muss, so drücken. Und dann haben sie es nochmal gemacht und dann sage ich, und jetzt kommt es. Und dann so, dass sie sehen können, ob das die Herzklappen schließen und das wieder weiterleiten. Nee, dass das Blut wieder zurückgepumpt wird. Und das sieht man dann so schön, weil es so schön bunt ist, was sie da reinspritzen. Also das ist nicht bunt, was sie reinspritzen, aber am Monitor ist es dann bunt. Ja, ist alles in Ordnung. Mit meinem Herzchen. Mein Herz schlägt nur für euch. Nee, das wollte ich bloß erzählen. Alles Roger. Echolot. Echolot. Komme ich schon auf den Wendler. Hat er nicht so ein Lied gemacht? Echolot. Echolot, Echolot, Echolot. Ja, das war's. Herz ist in Ordnung. Und heute habe ich meine Ruhe. Weil ich hatte ja eine Nachtschicht. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, hier auf den Kollegen, das ist privat. Aber mir ging es wirklich nicht gut, die ganze Nacht nicht. Und ich bin ein Typ, ich kann da nicht pennen. Alles klar. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was kommt von mir, aber wenn nicht, dann sage ich Tschüssikowski, hab euch lieb. Bis zum nächsten Video.